Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem Spiel des dritten Spieltags. VfL Bochum 1848 gegen Hannover 96. Für das Spiel haben wir Stand heute knapp 15.500 Karten verkauft. Erwartet mit ein bisschen Glück und gutem Wetter, letzteres soll ja auf jeden Fall hinhauen, haben wir die 20 vorm Komma stehen. Auf jeden Fall 20, 21.000 könnten es dann morgen werden. An meiner Seite Cheftrainer Gert-Jan Verbeek. Christian Hochstetter lässt sich erneut entschuldigen. Und eine Anmerkung von meiner Seite aus noch auf Bitten des Trainers. Fragen zum Hannover-Spiel auf jeden Fall. Fragen zum Pokal aus in Waldorf. Dazu sei alles gesagt. Dementsprechend geht es dann gleich für euch los. Kurzes Handzeichen, das Mikrofon wird euch gereicht und dann ab dafür. Philipp Rentsch macht den Anfang. Kürze ich meine Frage ab. Können wir denn morgen, können die Fans morgen eine Reaktion erwarten, ein gutes Spiel gegen Hannover, nach dem, was am letzten Wochenende passiert ist? Ich weiß nicht, dass die Leute erwarten können. Ich gehe davon aus, dass wir so spielen, wie wir spielen können. Das machen, wie wir das gemacht haben in die letzten zwei Ligaspielen. Und obwohl eine kurze Vorbereitung war, wir haben eigentlich nur zwei Trainingseinheiten gehabt, haben wir genügend Akzenten gelegt über das Spiel von Hannover, wie die spielen, wo die Stärken und wo die Schwachen sind. Ja, und natürlich probieren wir das morgen auszunutzen. Weiter. Blicken wir kurz auf den Kader. Wer das Training gesehen hat, dürfte auch wissen, wie die Startelf aussieht. Wie schaut es im 18er-Kader aus? Eine Veränderung wird es ja wohl geben, wenn Peñem Lapa ausfällt. Wer wird dafür in den Kader rücken und gibt es darüber hinaus weitere Veränderungen? Ja, der Pinnel wird nicht dabei sein. Der hat noch zu viele Probleme mit dem Rücken. Ja, der ist nicht frei im Kopf. Dafür wird Saglam im Kader reinkommen. Ja, und da ist noch eine Wechselung. Und das hat nichts mit Verletzung oder Qualität zu tun, aber ich habe Pavel dazu geholt und Maxim macht seine Arbeit bei der Unter 19. Der nächste, bitte. Es wird ein Solo. Philipp Rentsch. Heißt das dann auch, dass Alexander Merkel dann doch noch nicht ganz so weit ist, dass er Kandidat für den 18er-Kader ist? Oder ja, wie schaut es da aus? Auf welchem Trainingslevel ist er da aktuell? Es ist deutlich, dass in physischer Aussicht der Pavel weiter ist als Alexander. Ja, der hat seit Ende Mai noch kein Spiel gemacht, ja, mal ein halbes Spiel. Ja, also da ist, finde ich, in physischer Aussicht schon weiter weg. Beide haben natürlich in einer Woche noch nicht die Spielweise verinnerlicht, aber ich glaube schon, dass für einen Verteidiger, dass es etwas einfacher ist, ja, um das zu übersetzen, dann für einen Spieler ins Mittelfeld. Ja, also der kann auch verschiedene Positionen spielen, da haben wir auch ausprobiert Montag. Ja, und das wird kommen, das braucht noch einige Zeit. Ralf Rudzinski. Herr Verbeek, Hannover 96 gilt allgemein als Aufstiegsfavorit. Ich denke, vom Kader her ist die Mannschaft von der Qualität her sehr gut bestückt. Der VfL braucht sich meiner Ansicht nach nicht zu verstecken. Sehen Sie das ähnlich? Wird es morgen ein Spiel geben zwischen zwei Mannschaften, die auf Augenhöhe sind? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich kann nur sagen, dass die jetzt führend sein in der ersten Liga, auch in der zweiten Liga. Die haben schon ihre Qualitäten vorne. Aber ich habe auch gesehen, dass Fürth sich einige Chancen bearbeitet hat. Also das sind Möglichkeiten auch für uns. Ja, und wir werden uns nicht anpassen. Natürlich wir sehen nach die Starken von den Gegnern. Aber von aus unserer Philosophie. Also wir werden wieder probieren, so schnell wie möglich durchzusetzen, um so schnell wie möglich wieder in Ballbesitz zu kommen. Ja, und ich liebe das Spiel nach vorne. Also, wenn es geht, so schnell wie möglich den Ball nach vorne spielen, auf einer verantwortungsvollen und dann fußballerischer Art und Weise.
ja, mit Position spielen und nicht mit langer Baller. Aber wenn der Gegner entschieden hat, um auch sehr früh hoch drüber zu setzen, ja, dann wird man gezwungen, etwas öfters den zweiten Ball zu spielen. Und auch damit müssen wir mit umgehen. Und ich glaube schon, dass wir auch die Qualität haben, um das zu bespielen. Ich glaube schon, dass da zwei Mannschaften sind, die beide gerne gewinnen wollen. Ja, weil wir auch zu Hause spielen. Ja, und auch vor einige Stunden führend sein können in der Liga, wenn wir gewinnen. Ja, und Hannover wird natürlich Abstand nehmen von Bochum. Und die wissen, wenn wir gewinnen, dann laufen wir weg bei Bochum. Ja, und ja, dann sind wir noch immer unbesiegbar. Jetzt Günter Bohl. Beim Studium der Aufnahmen, Sie haben zwar Hannover 96 hat zwei sehr gute Spiele gemacht in der Liga, hatte aber auch in diesem anderen Wettbewerb große Probleme. Haben Sie alle Spiele gesehen und haben Sie sowohl die guten Seiten von Hannover in dem, vor allen Dingen im ersten Spiel gesehen auswärts und auch die Schwächen im Pokalspiel, weil das waren ja auch sehr unterschiedliche Leistungen? Ich glaube schon, dass ich mit das, was ich gesehen habe, dass ich richtig den Dynamik und die Organisation und dem Struktur, der im Spiel ist, zu wissen. Und ich glaube schon, dass die Gegenmaßnahmen, die wir genommen haben, um das zu entregeln und da etwas gegenüber zu setzen, wobei wir den Eindruck haben, dass wir die meiste Chance haben, das Spiel zu gewinnen. Ralf Rudzinski nochmal. Vorausgesetzt, dass jetzt über Nacht oder morgen beim Training nichts mehr passiert. Ich habe heute Quaschner in der Mannschaft vorne spielen sehen, also in der vermeintlichen A11 statt ein Lapper. Da gehe ich dann von aus, dass der morgen auch anfängt. Ist das richtig? Ja, ihr weißt, dass die Konkurrenz vorne zwischen Benil und Nils, der wird ja auch durch euch so hingeschrieben. Wenn Benil nicht spielt, dann wird Nils spielen. Da brauche ich auch nicht, ich habe auch weiter nicht so ganz viele Möglichkeiten. Johannes Witz konnte da noch spielen, aber ja, die letzten Wochen hat Nils immer als Stand-in von Benil aufgetreten und da hat er gut gemacht. Also jetzt bekommt er mal die Chance, von Anfang an zu starten. Mal gucken, wie das geht. Philipp Rentsch nochmal. Wo wir über Möglichkeiten sprechen, dann kann man auch noch bis Mitte nächster Woche über Aktivitäten auf dem Transfermarkt sprechen. Würden Sie sich denn vielleicht noch eine Verstärkung für den Kader wünschen oder sagen Sie, Stand jetzt bin ich auch damit zufrieden? Wir haben vorige Woche noch zwei Spieler bekommen und das war nötig. Natürlich ist es so, wenn sich etwas vortut, weil wir sagen, das hilft dem VfL, aber wir haben nicht den Eindruck, wenn man spricht über 100% gelungene Transfers, dann sagen wir, okay, es wird mit Selim noch etwas dauern, dass wir vorne etwas machen könnten, am liebsten an der linken Seite. Aber so es jetzt aussieht, ja, ist da nicht die richtige Qualität oder Lebzeit, wo wir sagen, das hilft uns weiter. Und dann machen wir es mit diesen Leuten, die wir jetzt zur Verfügung haben. Ja, Afi kommt auch noch wieder zurück. Weiter Philipp Rentsch. Nachfrage dazu, Sie haben jetzt Avidas Novikovas schon irgendwie erwähnt, der fährt jetzt zur Nationalmannschaft nach Litauen, Pavel Davidowitz fährt auch zur Nationalmannschaft bzw. zu U21 Polens, das ist ja wahrscheinlich jetzt auch nicht ganz optimal, dass die in der Pause unterwegs sind, ich meine dafür ist zwar die Pause gedacht, aber gerade bei Pavel Davidowitz wäre es ja möglicherweise besser, wenn er hier bleiben würde, um dann auch hier mit der Mannschaft zu trainieren, wie sehen Sie das? Das ist ja eine Entscheidung vom Spieler. Ja, der wird aufgerufen und wir können als Verein nicht sagen, du gehst nicht. Das ist seine Entscheidung. Er hat auch gesagt, dass er lieber bleibt, aber dann muss er mit dem Trainer reden und ihm erklären, warum er absagt. Ja, und bei Afi, wenn Afi geht, dann finde ich Afi verrückt,
Ja, und ich finde die nationale Mannschaft verrückt, weil der ist operiert worden am Herz. Ja, der hat ein Problem gehabt mit schneller Herzfrequenz. Da haben die ihm geholfen. Das scheint nicht gefährlich zu sein. Aber doch haben die ihm advisiert, um 4 Wochen nichts zu machen. Also der hat schon am Ende der Saison weniger gemacht. Dann ist er operiert worden. Dann hat er 4 Wochen, er hat fast 8 Wochen nicht trainiert. Ja, und jetzt hat er 2 Wochen Invert-Training gehabt und ist 1 Woche in die Mannschaft eingestiegen, wo ich gesagt habe, er spielt noch nicht 11 gegen 11. Und wie ich sehe, wie er regeneriert und wie seine Kondition ist, dann ist das noch mir zu gefährlich. Und ich will das nicht, ich will die Verantwortung nicht haben. Und wenn er sich dann entscheidet und der Nationaltrainer entscheidet, dass er in 2 Monaten oder in 10 Wochen gar kein Spiel gemacht hat und fast nicht trainiert hat, ihm aufzurufen und spielen zu lassen, ist seine Verantwortung. Ich finde es verrückt, aber einige Leute finden mich auch verrückt. Also. Aber wenn er gehen will, dann geht er. Ich habe ihm das gesagt, was ich euch sage. Und wie er sich entscheidet, muss er wissen. Seine Verantwortung, nicht meine Verantwortung. Weil ich will es hier gesagt haben, dass ich es gefährlich finde und dass es total Unsinn ist und eine verrückte Sache ist, wenn er geht. Also ist es noch nicht sicher, dass er geht? Ich habe heute Morgen mit ihm darüber gesprochen. Ich habe ihm gesagt, was ich euch gesagt habe. Darum kann ich es euch auch sagen, was ich habe ihm gesagt. Wenn ich es ihm noch gesagt hätte, dann hätte ich euch heute informieren können. Aber das habe ich schon mit ihm geredet. Ich sage, du kannst gehen, ich kann dich nicht verbieten zu gehen. Da ist eine Einladung gekommen. Ja. Ich kann nur sagen, wie ich es sehe, ja, wie du konditionell und physisch davor stehst. Aber es ist seine Verantwortung, nicht meine. Wenn er geht, geht er. Aber bei mir wird er die ersten 2 Monate noch nicht spielen. Aufgrund seiner physischen Umstände. Weitere Fragen? Eurerseits. Ich schaue noch mal in die Runde. Scheint nicht der Fall zu sein. Wir sehen uns morgen Abend hier wieder. 18:30 Uhr Anstoß gegen Hannover 96 im Vonovia Ruhrstadion.